Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Champions of Regnum Let's Play in der Warzone. Jo, schöne Frauen haben wir hier. Und ja, wenig Leute sonst. Wir müssen schauen, ich kann nämlich nicht jedes Mal eine Folge aufnehmen, wenn ich Zeit habe. Es können also nicht ganz so viele Parts kommen, wie gewünscht wird. Dankeschön für das frohe Wünschen. jo, es ist einfach zwischendurch einfach nichts los. Und heute ist auch irgendwie der 12 Uhr, 13 Uhr Ansturm der Alsen leider auch nicht gewesen. Ich bin schon lange in-game gewesen. Und hab gelevelt, bisschen den Beschwörer gelevelt. Und ja. Ist nicht viel passiert, nicht Gutes gedroppt. Viel gelevelt habe ich auch nicht, weil ich momentan eine Töte 288, glaube ich, Säbelzahntiger, die auf Level 62 sind. Ja, relativ lange brauche, weil die Beschwörungen vom Beschi sind auch nicht ganz so stark, oder? Und ja, war ziemlich langweilig, aber ja, so zwischendurch habe ich Wolzen und Diablo 2 Rebomoter ein bisschen gespielt. Nicht immer online gewesen. Jo. Also ist wirklich nichts los, leider. Sonst mache ich immer so Mini-Parts, wo einfach ich umschaue. Und wen es interessiert, der darf gerne ein bisschen schauen. Und sobald irgendwas los ist, mache ich große Parts. Und ja, wäre vielleicht ein bisschen besser. Aber jetzt gerade, ja, habe ich nur Angst, dass ich jetzt irgendwo überrascht werde von ein paar Igen. Aber sonst, ich sehe nichts. Keine Alsen, die wirklich etwas machen. Ist schade, also wenn ihr, ja, mitspielen könntet, wäre natürlich super. Ihr müsst dafür natürlich kein Geld ausgeben, vielleicht für ein Reittier oder so. Ihr müsst ein bisschen Lust haben und, jo, einfach ein bisschen mithelfen. Also ein bisschen mitspielen. Und ja, gut, da haben wir einen Ritter. Okay, da haben wir noch ein Ding. Ich habe da keine Chance gegen die. Ja, ist erwischt. Okay, einen Versuch haben wir schon mal. Gehen wir einfach auf der anderen Seite über die Brücke. Und vielleicht gibt es ja etwas. Ich habe es jetzt einfach mal versucht mit Ignis natürlich. Die eigentlich so zahlreich sind. Die waren am Morgen zahlreich und haben Ackersborg eingenommen und bei mir umhergewusselt, also dort bei diesem einen Bior oder Bior, wie der heißt. Ja. Da. Und ja. Sonst ist eigentlich nicht viel los, leider. Da müssen alle Leute, die spielen oder noch spielen werden, noch ein bisschen zusammenfinden wieder. Bisschen Motivation schöpfen und dann geht's. Also eben, es wird verlangt, ich soll mehr Parts machen. Ich mache mehr Parts, aber die werden wahrscheinlich nicht gut gefüllt werden können. Und wie ich Monsterkloppe leveln, wollt ihr wahrscheinlich auch nicht unbedingt sehen. Weil es auch ziemlich unnötig ist sozusagen. Also es ist, ja, man geht ab Level 45 in die Warzone und kloppt in der Warzone und es gibt keine Spieler dort, also kann man auch nicht kloppen. Fertig. Ich weiß nicht, das Spiel lebt halt mit vielen Mitspielern. Wenn nicht viele Mitspieler kommen und die Entwickler auch keine Updates bringen, keine neuen Features und so. Ja, jetzt ist ein Hut rausgekommen. Soll ich ihn kaufen? Er kostet 8 Euro. Ungefähr 8 Euro. Aber, ja, ist nicht mal bei New. Ich bin ein bisschen schikaniert von den Entwicklern. Ich liebe das Spiel so sehr, aber ja, eben, es kommt auch nichts. Ja, ich sehe jetzt den Hut nicht. Wo soll der Hut sein? Eine Federmaske kann man nicht, also ist nur eine Frauenmaske. Ah, ist für Utgards, aber nicht für Lang. Aha, okay. Heißt einfach Utgards können das. Also irgendwie geht die Maske. Ist wahrscheinlich nur für Frauen. Schade, aber Hut der Uran mit dieser Frisur. Nicht schlecht. Einen von denen habe ich schon. Einen Charakter. Ah, hier.
Die Lederhaube, ja. Die dunkle Lederhaube. Kann man leider nicht färben, die ist einfach nur grau. Braun? Jo. Okay, hier ist sie einfach sehr versteckt. So ein Fedez, dieses Karnevalkostüm wäre etwas für mich, für meinen Zweck. Okay. Also. Die letzte Ruine, also den Fort oder so, Kessel, oh, ich habe einen Steuerungsbug. So, ist vor ungefähr einer Stunde gewesen. Und jetzt hätte ich Zeit, wisst ihr. Aber 13.38 Uhr und jetzt haben wir 14.37 Uhr, also vor genau einer Stunde jetzt dann gleich ist das letzte Fort erobert worden. Fort Menira haben wir eingenommen. Ist das jetzt? Nein, das ist wieder. Okay, es zeigt es einfach nicht an, dass es zurückgerobert wurde. Aber sonst, ja, es kommt einfach zu wenig. Und wenn etwas kommt, ich gehe in-game, ich sehe es ja auf dieser Webseite. Und mache ein Let's Play-Part, aber so, ja, mache ich einfach wenig. Also ich hoffe, dass jetzt noch etwas kommt. Aber, ja. Gut. Jo, leider zu wenig. Schade. Ich hätte es gedacht, ja, jetzt mache ich mal eine Aufnahme, aber scheinbar ist wirklich viel zu wenig los. Die Leute sind nicht motiviert genug, um jetzt irgendwas zu machen. Ich finde die Büsche immer so cool. Schaut euch das mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in einer Linie. Plus noch ein siebter. Das ist talentisches Game Design, also Worldbuilding. Sehr schön. Ja. Und diese Spitzen hier gefallen mir auch immer sehr. Wir können ja ein bisschen die Gegend anschauen. Da kann ich noch ein bisschen länger machen. Aber schaut euch das mal an, diese Spitzen hier. Ist das nicht fantastisch mit den Windmühlen zusammen? Das ist doch ein tolles Bild. So. Bis ich sterbe. Ist es sicher irgendwo mein Mörder zu sehen auf dem Bild? Punkt, nein, 3.1. Oh, ich habe nicht auf. Ich habe auf den Regnum 1. Nein, 3.1. Jetzt. Mann, ich bin so klein. Alles ist so klein. Und Pätze. Jede Schrift kann man fast nicht lesen. Als alter Mensch. So. Dann hätten wir hier drüben noch der andere, der Bogen, genau. Wo ist der andere Felsen? Und der kommt erst später. Ah, Ignis ist auch schön. Ist wirklich sehr schön. Mit Mani im Hintergrund. Nur die Menschen sind so böse. Ich weiß es nicht, wieso. Aber die Menschen greifen mich immer an. Die haben irgendwas gegen uns. Ja, in einem Ream vs. Ream Spiel. Jetzt haben sie ja erst kürzlich immer wieder geschrieben, Ream vs. Ream vs. Ream. Aber Ream vs. Ream reicht eigentlich. Ich weiß es nicht, ich habe immer gelacht, als ich das gelesen habe. Und ja, da sind wieder die Jäger unterwegs. Man kennt's, immer Jäger unterwegs. Die sehen mich sicher dann bald. Ah, sie haben mich ignoriert. Ja, gut. Ich gehe einfach hier unten durch. Aber es sind natürlich, also Jäger ist für mich schon motivierend, aber es gibt zwei Skills, das Aufdecken von gewissen Personen, also wo sie sind. Und das andere ist ja, dass sie mehr Schaden bekommen und so, wenn sie aus dem Hinterhalt rauskommen und so. Das finde ich, also ja, man kann sogar andere Personen noch unsichtbar machen. Mir gefällt einfach das Setting des Jägers nicht so. Weil eigentlich sollte ja das Spielprinzip so sein, man geht durch die Gegend, will etwas einnehmen oder so. Und muss halt etwas riskieren. Und so riskiert man eigentlich relativ wenig, wenn immer Jäger die ganze Zeit die Richtung angeben und so. Ich fände es aber gut, wenn es einfach auch eine schnelle Klasse geben würde. Jetzt nicht
schneller mit Bewegungsgeschwindigkeit, aber mit Mobilität oder so, wo wir bestimmte Routen abkürzen könnten oder so. Das wäre cool, aber soll halt so sein wie im Real Life und nicht irgendwie, ja, eben die ganze Zeit Dauerstun oder da kommt ein Jäger, Stunt. Ja, es ist halt doch nicht so motivierend und ich kann es verstehen, dass manche Leute auch nicht mehr so kommen. Naja, es ist halt schon jo, ein bisschen erzwungen, oder? Dass man halt gewisse Sachen so machen muss, wie das Spiel es vorschlägt. Und das dazu gehört einfach die ganze Zeit zu stunnen. Sie haben ja einfach das Kampfsystem nicht weiter ausgebaut. Würden sie irgendwelche Dashs machen oder so, dann würde das dann wahrscheinlich auch ziemlich aufhören. Oder eben einfach weniger werden. Aber so können die Leute immer die Gegner auf Distanz halten, ständig. Und für mich macht das nicht so viel Spaß. Dafür macht mir ja das Airfare, das Kämpfen gegen andere Gegner, andere Spieler so viel Spaß. So, das mit dem HUD ist eigentlich ziemlich gut jetzt momentan. Ich habe ja den HUD jetzt aus. Und so hast du einfach viel mehr Übersicht. Ich muss öfter machen. Weil ich schaue jetzt gerade nach Spielern und so. Aber ich habe jetzt keinen einzigen Ding gesehen. Alsen hier. In dieser Seite. Ich bin jetzt wieder falsch unterwegs. Ich hätte schon über die Brücke wieder sollen. Aber ja, es ist wirklich nichts los. Also mache ich einfach dann bald wieder die nächste Folge. Ich wollte sowieso mal in den Dschungel. Ich bin immer am Dschungel vorbei, aber ich wollte hier in den Sumpf sozusagen. Ja, so Moor. Dschungel. Mal kurz schauen. Ja, für Sumpf ist es ein bisschen zu wenig und für Dschungel ist es ein bisschen zu viel Wasser. Wie hoch ist das Gebiet hier? Das war ja ziemlich hoch. Da habe ich immer als Igen den Barbaren gelevelt. Der war ungefähr Level 48. 52 sind die Gegner. 57 sogar. Ah ja, sie wurden ja die wurden ja stärker gemacht. So. Ja, im Dschungel leveln vielleicht ein paar. Da kommt sicher mein Tod. Das sind die Roten. Genau. Vielleicht gibt es ja hier etwas zu holen. Also nicht Leveler greife ich gar nicht an. Greifen die meisten übrigens nicht mehr so an. Wenn man gegen Monster kloppt, dann sollte man nicht angegriffen werden. Oder in der Nähe ist. Also so, ja. So tut als ob. Ah, die Seerosen sind schön. Jo, gibt's doch einfach einen Part mal, wo nichts passiert? Tut mir eben leid, ich kann wirklich noch nicht selber gut irgendwie kämpfen. Weil man kann halt auch nicht mehr alleine irgendwelche Forts einnehmen. Es geht einfach nicht mehr. Die Wachen sind zu stark und die Tore sind zu zäh. Aber, ja, dürft mich auch gerne ein bisschen unterstützen. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr mich ein bisschen pusht. Kann ich das machen? Bin natürlich eine loyale und ehrliche Person. Geben alle meine Mega-Items. Nein. Was wollte ich sagen? Es ist halt einfach, ich kann nicht an Items kommen. Handel ist tot. Auktionshaus hat ja keine Items. Also was soll ich machen? Das ist, ja, komplette Gehege ist seit mehreren Monaten bis Jahren da weg. Ein paar schauen wahrscheinlich noch ein bisschen rein, aber sonst nichts. Ja. Es ist halt einfach, das Spiel ist von 2007, das kam 2007 in der Vollversion raus, stelle ich das mal vor. Und das war sicher 2 Jahre in Closed Beta und einen Open Beta. Aber getan hat sich damals schon nichts. Es kamen halt wenig Updates. Das Spiel ist halt einfach besonders, weil es eine tolle Community hat, mehr oder weniger. Also die auf Discord oder immer böse sind. Wenn wir auf andere Völker losgehen, eben diesen Rassismus und Nazismus und so. Und jo.
vom, einfach von den Schlachten her. Jetzt habe ich öfters auch geschaut, ob jetzt Ashes of Creations endlich mal spielbar wieder ist. Aber es gibt jetzt eine längere Pause, wo vieles überarbeitet wird. Die Entwickler sind einfach nicht glücklich mit diesem Spiel. Also es ist halt auch nicht ganz so ein großer Entwickler. Er ist sehr geizig, aber er will noch mehr Pay-to-Win einbauen als Champions of Regnum und halt, jo, 400 Euro, damit man wirklich gut mitspielen kann, gebe ich nicht aus, das ist viel zu viel. Jo, hier ist der Händler, genau, ja. Shadow Hulk. Also, ich mache den Part, bis ich tot bin durch einen anderen Spieler und einen anderen Königreichen. Steht der Medusa, oh. Okay, Level 51 ist ziemlich schlecht. So, was hat er Ding eingenommen? Jetzt habe ich es gar nicht gesehen. Ah, sah mal, ich war doch dort. Passt. Jo, jetzt müssen wir leider über die Brücke hier, wo stinkt. Hier stinkt es immer nach Sylten und Ingen. Okay, das ist ein bisschen sehr rassistisch, aber. Das wird schwer, hier durchzukommen. Also wenn ich ein bisschen rassistisch bin, dann nur wegen Witzen. Nur weil es lustig. So. Ich mag. Ich schaue wirklich gut auf Ausland. Ich schaue auch gerne Leute mit richtig gutem Akzent. Schönes Akzent. Finde ich immer sehr interessant. So, wir gehen jetzt geradeaus und hoffen, dass wir nicht sterben. Und wenn eine Schlacht, also ab jetzt fast, tue ich mal sagen, ja. Jetzt momentan höre ich nicht auf, wenn ich sterbe. So, die Leute haben jetzt Informationen bekommen vom Watch, dass ich halt dort durchgegangen bin. Jetzt muss ich aber den Weg bald verlassen, sonst werde ich irgendwo gelauert. Auf der Lauer, auf der Mauer. So. Ich möchte ein bisschen Assassin's Creed Gameplay hier. Dass ich hier nach Samarkand über irgendwelche Berge und Ruinen. Und überall diese Strohwagen haben kann. Ja, runterfallen, ja. Meine Güte, habe ich jetzt gerade so ein bisschen Furcht. Das sind alle Stärke, müsst ihr wissen. Ich bin noch nicht so gut. Das ist mir ein bisschen unangenehm, so. So. Und mal schauen, wo sie weitergehen. Sie gehen vielleicht jetzt schon bald weiter oder sind schon weiter. Aber es ist wirklich viel zu wenig los. Ich bin ganz traurig. Ich spiele mal wieder Regnum, weil ich keine Abstürze habe. Sie sind schon wieder weiter. Ne? Okay, sie kämpfen, glaube ich, hier gerade. Glück. Oder ist es nur dieser Tauro vom Tauro-Clan gewesen? Der Ozoa. Okay, ich kann ein bisschen kämpfen. Ich bin glücklich. Ich habe keine Waffen ausgerüstet. Mist, ich habe die Waffen rübergelegt. Ah. Oh. Was ist Warmaster Schwert? Ja. So. Okay, leider ist er tot. So ein Dulli. Ich habe ja den Barbar wollen ein bisschen trainieren und mit dem kämpfen. Naja, gut. Muss ich es halt wieder zurückgeben, weil ich den Papa doch nicht leveln wollte. Ja, man sieht wirklich nicht, ob man irgendwas dabei hat oder nicht. Man hat es ja weg, sozusagen in Köche, Ding in der Scheide. Jo. Also die Items kann ich eigentlich. Jo. Da wieder zurückgeben. Was habe ich noch drüben? Also hier habe ich noch die Zauberspruchresistenz. Okay, noch die Schuhe, genau.
Weil die Alastor sind. Immerhin. Ja. Bin gar nicht gut auf Ding. Also wir haben jetzt gerade zu viele Gegner scheinbar. Ja, ich muss rein. Ich kann nicht irgendwo. Also verlieren wir das Vorteil schon wieder. Also sind wirklich heute viele Igen online. Das ist wahr. Also mehr. Und wir sind zu wenig. Das sind ein paar Leute. Das hat defensive Haltung. Ja. Heldenpräsenz. Und dann noch diesen einen. Oh. Ich habe nur einmal geklickt. So, jetzt. Und nur zweimal geklickt. So, also. Unterstützt die mal. Okay, einen Kill habe ich jetzt mal abgeholt, abgesandt. Durch die anderen. Die Schildkröte haben wir, ja. Die Waffen. Okay, näher kann ich nicht ran. Ich muss wieder zurückgehen. Komme ich zu Bische. Da diese Waffen. Genau, dieses Aufdecken habe ich jetzt auch noch nicht so oft eingesetzt mit dem Jäger. Weil er ist ziemlich, also er hat eine hohe Abklingzeit und es ist wenig Reichweite. Also man kann nur in die Richtung, wo man weiß, könnte jemand sein. Und mehr nicht, das ist, ja, wäre sonst zu OP. Und der schläft hier. Verhöhnen. So. Ja, wir haben es doch geschafft. Sah so aus, als würden wir zu viele Igen bekommen. Aber irgendwie, ja. Schön. Ja, und wir haben noch 8 Minuten Zeit. Also. Die kommen jetzt auch wieder hellklar. Das ist einfach, okay. Sexy. Mit Brille. Mit Taucherbrille. Hallo. Komm mal hierher. Sie kommen nicht. La Morantong, das ist aus Skyrim zum Beispiel. Nein, Skyrim nicht, aber aus Morrowind eine Gede von irgendwelchen taktischen Assassinen, die ziemlich taktisch vorgehen. Also richtige, ja, Informationen erhaschen und so. Und wenige kämpfen, glaube ich. Ja, durch die Informationen müssen sie vielleicht mehr kämpfen. Skyland ist auch irgendwie sicher etwas. Es kommen sicher viele, aber ich will ja auch zeigen, dass ich... Ja, da macht sich immer unsichtbar, genau. Ich will ja auch zeigen, dass ich angegriffen werden will, damit ich wieder ein bisschen XP bekomme. Aber es kommen halt zu viele dann. Irgendwann kommen zu viele, weil wir bekommen auch keinen Ding. Keinen Nachschub. Okay, hinten dran ist auch niemand. Das hätte ich mal gesagt, hier hinten dran ist dann, sind dann 200 Leute. Oder wenigstens 20. Das wäre auch etwas. Sie haben wirklich Angst. Es waren so viele vorher. Das muss ich nochmals zählen. Wie viel waren das? Könnt ihr gerne benehmen. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Leider wieder Fußball spielen nachher. Okay. Passive Haltung habe ich ja. Nicht an.
Doch, ich hab's noch nicht gesehen. So, nochmal einmal. Ach man, nur die Stunts nerven so. Mann, das mit der Kamera nervt auch. Jetzt habe ich ständig irgendwie nicht geklickt und trotzdem irgendwie bekommen, dass ich da mit der rechten Maustaste am Boden klicken kann. Ja, steh auf. Ah, jetzt ist niemand mehr. Könnt ihr mal den angreifen oder so? Weil ich habe ja hier zu wenig Ding. Schaden. Taktisch sind sie leider wieder nicht. Eine Katastrophe. Jeder macht das, was er will. Und auf einen gehen oder so. Ja, jetzt ist einer wieder tot. Ich könnte jetzt einfach davonlaufen. Wäre für mich besser, wenn kein Nachschub kommt. Oh. Sind zwei wieder viel zu nahe dran. Obwohl sie keine Chance haben. Na gut. Immerhin haben wir drei. Und eine hat die Angst. Jo, diese Schnelligkeitswaffe, der ist natürlich wieder cool dann. So. Oh, da kommen schnelle. Wieso sind Barbaren so schnell? Ja. Ich hatte keine Chance. Ja. Sind zu viele. Kurz buffen. Gut. Der eine ist auch tot. Okay. Kurz die Waffen, damit sie wieder schnell reinkommen. So, und der nächste, der rausgeht, kommt noch ein bisschen mehr Defensive. Okay. Ihr haltet warm aus der Amulett der Verteidigung. Und wo bekommt man das? Weil es geupgradet wurde, kann das sein? Das verstehe ich nicht. So, ein extra Content. Also wer weiß, wie man das Amulett bekommt, es wird auch nie erklärt. Also jetzt wage ich es noch mal kurz. Zu viele. Viel zu viele. Ja, so wird das nichts. Dann wieder. Wie machen wir das? Wie können wir den Part noch gut abschließen? So natürlich nicht. Die geht völlig rein. Was sind denn die anderen? Okay, die hauen ab. Kommen jetzt bald Ding. Frag mich jetzt, sind einfach schlecht. Ich frage mich, was die Egens so denken. Die könnten doch voll angreifen. Bis hierhin. Naja. Sind halt gute Truppen, also einzelne Spieler, die wir haben. Kann ich schon verstehen, dass man da ein bisschen mehr Respekt hat. So. Tja.
So. Ja, die macht ziemlich Schaden. Wie sie ständig versuchen und ich fast kein Leben verliere. Also Schaden machen sie schon, aber ich habe noch nicht so gutes Equip. Ich glaube, ich spiele um so. Ich will ja nicht, dass man reparieren muss. So. Jo, also. Ist jetzt nicht die Allerweltschlacht natürlich. Wir sind einfach unterlegen, aber. Könnte dich wieder brauchen. Ja. Gehen beide wieder raus. Ich habe einfach keine Chance, also. Null. Ja, da waren wir ein bisschen mehr Samen. Das haben wir vorhin mit angegriffen, das war. Ach komm, kurz regenerieren. Okay, der Ritter hat überlebt. Der Baba ist auch noch am Leben, gut. Keine Chance mehr. Ich liege nur noch am Boden. Nochmals am Boden. Eben. Das ist halt Dauerstanz. Man kann nichts mehr machen. Ja gut, habe ich noch kurz den Angriff noch durchgebracht. Also diesen Stun oder Umwerfen halt. Aber gut, man kann einfach nichts mehr machen. Zu viele Spieler heißt, wir haben, also gegen Spieler, wir haben verloren. Fertig. Man kann null, man hat null Taktik dann. Es ist einfach nur noch BOOM weg. Ja, ja. Gut, also. Ja, vielleicht werde ich bald mal Spieleentwickler von dem Spiel. Das Spiel ein bisschen besser. Schreibt überall hin in Discord. Drago wird Spieleentwickler. Ja, ich könnte es machen, ja. Aber ich mache schon ein eigenes Spiel und habe halt nicht so viel Zeit. Da, ja. Champions of Regnum zu machen. Ideen hätte ich. Auch eine Story, die irgendwie zu Champions of Regnum passen könnte. Aber so die Völker, die Fantasy passt halt nicht so. Für mich wird es realistischer sein. Ja. Und ja, also einige Entwickler muss ich ja da ein bisschen Zeit haben. Aber jo. Das Spiel wird irgendwo in Argentinien, irgendwo in den Feuerlanden unten oder so. Auf den, wie heißen sie, Falklandinseln entwickelt und hat schon schwer erreichbar. Immerhin hat ja Gamigo sehr viel gemacht damals. Und schade, dass es eigentlich schon ziemlich weg ist. Also Bugs werden noch gefixt, aber alles andere wird nicht mehr gemacht. Ist echt schade. Ich hätte noch viel Content-Pläne. Naja. Gut. Und eben das Kampfsystem mal ein bisschen überarbeiten wäre nicht schlecht. Jo. Tschüss zusammen. Oder warte kurz. Ich will noch kurz. Einfach, dass ich das im Video habe. Jetzt haben wir schon 34 Minuten. Kurz noch den Brief abholen, den ich habe. Aha, jetzt sind sie nach Gmeni gegangen. Hätten die uns unterstützt, hätten wir sie noch halten können. Aber das lohnt sich für sie ja nicht. Und sagen ja auch nie, wo sie hingehen. Also sie zeigen es einfach nicht. Sagen kann man es ja nicht. Gut, also, ja, die versuchen jetzt gegen so viele irgendeine Manifold auszuhalten, schaffen sie nicht. Ja, geht meistens so weiter. Oder? Aber wir sind viel zu wenige, also wir könnten ja mal etwas bisschen verteidigen oder so. Nein. Tschüss zusammen.